So, ich habe hier ein altes Herkules E-Café, das ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Und da wurde damals mit einem Ubuntu geliefert, kann man aber nicht mehr updaten. Die Hardware ist schon so alt. Und jetzt habe ich mir überlegt, was man noch mit da machen könnte. Und da bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja so eine Bilderrahmen mitbauen, also so eine Bildershow. Dafür eignet sich es ja noch gut. Vielleicht kann ich auch irgendwann mal die Tastatur abbauen und sagen mal nur als Bilderrahmen an die Wand hängen, weil ich habe ja auch Zugang per SSH und kann jetzt meine Daten per SSH hochladen. Also ich kann meine Bilderverwaltung per SSH machen. Außerdem kann das Ding Bluetooth. Ich habe hier das Gerät, mit dem ich jetzt die Bildershow verwalten kann. Ich habe es jetzt gerade mal eingeschaltet. Und jetzt warten wir drauf, dass die Bildershow auch startet. Ihr müsst jetzt jeden Moment losgehen. Da tut sich schon was. So, das erste Bild ist da und die Bildershow startet jetzt und ich kann jetzt, nachdem ich mich mit Bluetooth verbunden habe, kann ich jetzt hier oben in die Leiste fahren und dann jetzt sagen wir mal eins zurück zum Beispiel. Tack. So zurück. Und ich kann auch vorwärts springen. Und wenn ich nichts mache, dann springt es automatisch immer zum nächsten Bild. So, eigentlich ist das jetzt schon alles, was ich da zu dem Gerät erzählen wollte. So, ich lasse die Bilder schon weiterlaufen, aber die Aufnahme stoppe ich jetzt.